Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, jede Kilowattstunde zählt, jede. Das hat der Wirtschaftsminister über die letzten Wochen, die letzten Monate immer wieder gesagt. Damit hat er Tipps zum Duschen begründet oder eine Einsparverordnung. Nur für das eigene Handeln scheint diese Prämisse nicht zu gelten. Denn wenn jede Kilowattstunde zählt, dann gilt das eben auch für die 4 Millionen Kilowatt Leistung, die die 3 noch laufenden Kernkraftwerke in Deutschland haben. Wenn jede Kilowattstunde zählt, dann zählt eben auch die Stromproduktion dieser 3 Kraftwerke. Für die Versorgungssicherheit von 10 Millionen Haushalten, die mit diesen 3 Kernkraftwerken Strom erhalten können, aber eben auch für Bezahlbarkeit. Denn natürlich ein höheres Angebot führt auch zu niedrigeren Preisen. Es ist von einer Notfallreserve, einer Einsatzreserve die Rede, in der möglicherweise 2 Kernkraftwerke dann doch zum Einsatz kommen können sollen. Notfall, das haben im Moment viele Menschen in Deutschland, auch viele Unternehmen jeden Tag. Die stehen angesichts stark gestiegener Gas- und Strompreise vor dem Ruin, gehen in die Knie, ächzen unter dieser finanziellen Last. Und damit ist tatsächlich der Notfall, wenn man so will, da dafür, dass die Kernkraftwerke, die 3, die noch laufen, auch über den 31.12. hinauslaufen. Übrigens gilt es auch darum, nicht nur eine nationale Perspektive einzunehmen. An dem Tag, an dem die Außenministerin sagt, dass sie Sorge hat, dass Europa gespalten wird wegen Energiemangel, macht der Wirtschaftsminister das Gegenteil und vergrößert den Mangel. Dadurch, dass eben diese 4 Gigawatt Leistung dann vom Netz gehen sollen am Ende dieses Jahres. Das ist auch unsolidarisch mit unseren europäischen Partnern und Nachbarn. Bemerkenswert ist, das sei noch erwähnt, dass das Kernkraftwerk im Emsland in Niedersachsen anscheinend gar nicht in Betracht gezogen wird für einen Weiterbetrieb. Und man fragt sich, warum? Denn es ist das jüngste, das neueste aller noch in Deutschland laufenden Kernkraftwerke. Niedersachsen, dort ist am 9. Oktober Landtagswahl. Niedersachsen, das ist das Land, in dem auch die grüne Anti-AKW-Bewegung mal gestartet ist. Und hier zeigt sich einmal mehr, die Grünen sind mehr Anti-AKW-Partei als Klimaschutzpartei. Sie schalten lieber klimaneutrale Kernkraftwerke ab und lassen dafür den Klimakiller Kohle in Zweifel mehr laufen. Damit geht bei den Grünen die Ideologie der Partei vor den Interessen unseres Landes. Das ist ein fataler Fehler. Diese 3 Kernkraftwerke könnten in dieser Krise sicher, verlässlich und bezahlbar Energie, Strom für Deutschland liefern. Und das sollten sie auch mindestens noch in den nächsten 2 Wintern tun. Ja, meine Damen und Herren, die heutige Entscheidung ist eine politische Entscheidung. Seit beinahe einem halben Jahr diskutiert Deutschland über die Frage der vorübergehenden Weiternutzung der 3 noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke. Und offensichtlich haben jetzt parteipolitische Motive den Ausschlag gegeben für die Entscheidung des Bundeswirtschaftsministers. Diese Entscheidung ist unzureichend angesichts der explodierenden Strompreise und auch angesichts einer drohenden Stromlücke, die uns in Deutschland in diesem Winter, aber auch darüber hinaus vor erhebliche Probleme stellen kann. Auch Europa erwartet etwas anderes von uns. Es gab viele Stimmen aus dem europäischen Ausland, aber auch von der EU-Kommission, die Deutschland dazu aufgefordert haben, wenn wir Solidarität wollen, auch selbst unseren Beitrag zur Energieerzeugung zu leisten. Und nicht zuletzt, auch für den Klimaschutz ist der heutige Tag kein guter Tag, denn mehr Kohle zu verfeuern, anstatt die klimafreundliche Kernkraft weiter zu nutzen, kann keine gute Entscheidung sein. Der Bundeswirtschaftsminister sollte vor allem die Interessen der Verbraucher, die Interessen der Unternehmen, auch gerade der kleinen Unternehmen, der Bäckereien, der Wäschereien, viele andere Betroffenen in den Mittelpunkt stellen und nicht parteitaktische Motive. Wir erleben heute eine Vielstimmigkeit erneut innerhalb der Ampelkoalition. Wir als Union sind dazu bereit, unsere Verantwortung als Opposition wahrzunehmen, auch das Atomgesetz zu ändern, zusammen mit einer Mehrheit im Deutschen Bundestag. Diese Entscheidungen müssen aber schnell getroffen werden. Es genügt nicht, wenn die Grünen jetzt sagen, sie wollen sich einige Tage Zeit nehmen, um darüber zu diskutieren. Die Entscheidungen sind jetzt schon überfällig. Sollte es so sein, dass die Strompreise weiter explodieren, sollte es so sein, dass es regional zu Blackouts kommt, dann trägt der Bundeswirtschaftsminister Habeck dafür die Verantwortung. So, herzlichen Dank. Bestehen noch Nachfragen? Ja, die Dame hier vorne. Strompreisbremse. Was halten Sie denn von dem Modell der Strompreisbremse und dem dazugehörigen Abschöpfung der Zufallsgewinne? Halten Sie das Modell für durchdacht?
Zuerst einmal sind die Strompreise so hoch, weil im Moment wir in Deutschland und in Europa eine Knappheit an Strom haben. Also die beiden Themen, Strompreisbremse, Strompreis und Kernkraftwerke stehen in einem engen Zusammenhang. Umso mehr Angebot, desto besser stabilisiert sich der Preis. Grundsätzlich ist die Idee eines Grundbedarfes für Strom, darum geht es ja, den man für einen Haushalt definiert und bezahlbar hält, gut. Die können wir auch grundsätzlich unterstützen. Das Problem ist nur, wir haben jetzt monatelange Debatten gehabt, einen 18-22-stündigen Koalitionsgipfel und es gibt nichts Konkretes. Keiner weiß, bei welcher Höhe der Strompreis denn dann gedeckelt werden soll für diesen Grundbedarf. Keiner weiß, wann das beginnen soll. Keiner weiß, wie diese Zugewinne, wie das jetzt heißt, im Strommarkt dann abgeschöpft werden sollen. Das heißt also, dass die entscheidende Maßnahme des gestrigen Tages, die angekündigt worden ist, ist in jeder Hinsicht unkonkret, gibt keine Planungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen. Und im Übrigen das, was beim Strom richtig ist, ein Grundbedarf für jeden Haushalt, das wäre noch viel dringlicher beim Gas, denn da sind die Preise noch höher.